So, ich habe mich mal mit dem Auge und den Farbstiften auseinandergesetzt. Ja, meine Erfahrung ist, es braucht unglaublich viel Zeit, also für so ein Bild, Stunde und mehr. Ja, möglicherweise hätte ich mehr Übung, könnte sein, dass ich dann etwas schneller bin. Das ist ein A4-Blatt. Ich glaube auch, dass die Leute, die ihr da seht mit Beispielen von Auge und realistisch zeichnen, die zeichnen noch viel größer. Das ist relativ klein. Und so habe ich dann doch nicht so die Möglichkeit, so Poren von den Hautteilen dann so sauber zu arbeiten. Ist schwierig in dieser Größe. Also wenn ihr das auch mit berücksichtigen wollt, dann müsst ihr wahrscheinlich noch viel größer arbeiten und das bedeutet dann aber 3 bis 8 Stunden zum Beispiel Investition für eine realistische Augenzeichnung mit Farbstiften. Was ist meine Erkenntnis? Ich arbeite zuerst oder zeichne zuerst ganz fein vor mit einem 3B-Bleistift und dann habe ich das vorgezeichnet. Knetgummi, wieder etwas abtupfen, das alles heller machen, aber ich behalte dann die Vorlage, damit ich mit dem Farbstiften arbeiten kann. Und ich habe noch nie so vielmals den Spitzer gemacht. Also die Farbstiften müssen wirklich so in der Regel ziemlich spitzig sein, weil ich arbeite auch auf dem Papier, etwas dickeres Papier mit etwas bisschen Struktur drin. Aber das bedeutet, man muss dann auch zum Teil in die Poren vom Papier hineingehen und da wirklich fast schon mit Punkttechnik arbeiten, um das alles schön herauszuarbeiten. Und dafür braucht ein Spitzer doch ziemlich viel. Ja, das ist so meine Erfahrung mit dem. Ich werde jetzt ein paar Dinge erläutern, die mir so ein bisschen aufgefallen sind und werde dann in einem Schnellvideo noch so ein Auge versuchen darzustellen. Was ist mir also aufgefallen ist, ich habe hier jetzt ein etwas dünneres Papier. Ich brauche zu Beginn, ich arbeite mit Polychrom, Kastellfarben. Und da gibt es eins, das heißt Fleischfarbe, hell. Und mit dem arbeite ich eigentlich so den Grund. Außer die ganz hellen Teile und das Auge selbst lasse ich mal weiß. Aber sonst bearbeite ich eigentlich die ganze Geschichte mit dem. Und der zweite Schritt ist eigentlich dann, dass ich gewisse Teile etwas hervorhebe und da nehme ich tatsächlich das Blau. Jetzt in diesem Fall bei mir mit dem Preußischblau und mit dem, ui, das kann ich fast nicht sagen, Alizarin Karmesin, ja, das Rot. Schlussendlich spielt es, glaube ich, nicht so eine Rolle, was ihr wirklich braucht. Da müsst ihr auch sehr viel Erfahrung aus dem Malen halt herausnehmen oder korrelieren oder was auch immer ihr mit den Farben umgeht. Also Schattenteile, Kalt- oder Warmfarben brauchen, da müsst ihr ein bisschen selbst so investieren. Ich habe verschiedene Brauntöne, die ich auch brauche, aber nicht allzu viel. Ein Umbra Gabrant, das habe ich zum Beispiel, aber ich habe nicht so ein kaltes Braun, habe ich nicht wirklich. Ich habe aber auch noch zum Beispiel ein Warmgrau, relativ dunkel. Und ein kälteres Grau ist aber nur Kaltgrau 2. Ja, und da merke ich schon, wenn ich das jetzt wirklich so verfolgen würde, dann müsste ich wahrscheinlich mir noch einige Stifte dazu besorgen. Ganz zum Ende brauche ich oft dann das Schwarz, um noch ein paar Akzente herauszuholen. Aber oft ist auch so für die Pupille zum Beispiel, wo man denkt, ja, ist ja schwarz, kann man sehr gut mit Blau und Rot mischen und da bekommt man wirklich schon mal so einen tiefen Ton. Und wenn es sein muss, hier habe ich überhaupt kein Schwarz gebraucht in der Pupille, im Auge, nur für die Wimpern. Da bin ich noch ein bisschen mit dem
mit dem Schwarz unterwegs. Aber sonst, ja, versucht selbst mit den Farben etwas umzugehen. Trotzdem will ich noch zeigen, von der Technik her, es macht Sinn, dass ihr eben nicht schraffiert, sondern so leichte Kreisbewegungen zieht. Und da kommt es bei einem dünnen Papier dann auch auf die Unterlage an, merke ich jetzt gerade auch. Da druckt so ein bisschen die Struktur von meinem Tisch durch. Darum mit einem dickeren Papier arbeiten ist sicher nicht falsch, nur hat es meistens dann ein bisschen mehr Korn. Und das bedeutet so oder so, möglichst dann mit einem Spitz arbeiten. Und darum könnt ihr auch beim Kreise ziehen auch den Stift ein bisschen drehen. Und da kann man natürlich schon mal variieren von ganz, ganz leicht nur darüber streichen oder ein bisschen mehr Druck. Das kann man schon ziemlich viel herausholen und unter Umständen muss man wirklich dann so in die einzelnen Stellen investieren, damit man so eine gleichmäßige Fläche bekommt. Dann ist auch so, dass wenn ich jetzt mit dem Blau arbeite, ich halte den Stift immer möglichst weit hinten, damit ich kaum Druck habe, also gerade wenn es um solche Geschichten geht. Das Blau soll ja nicht unbedingt das hervorheben, dass es wirklich blau ist, sondern eher etwas abdunkeln, etwas schattig werden, etwas vergrauen die Farbe und darum möglichst weit hinten halten und wirklich so geduldig wie möglich da darüber streichen und auch dann halt mit Verläufe arbeiten zum Beispiel. Das ist sehr wichtig. Und mit dem Rot dasselbe, also wenn ich dann sage, und hier brauche ich auch etwas mehr Dunkelheit, aber in den warmen Tönen. Und dann gibt es immer so irgendwo noch die Mischung dazwischen. Also es ist ein wirklich, wirklich geduldiger Akt, den ihr da vollbringen müsst, wenn ihr mit dem Farbstift arbeitet. Und dann gibt es immer wieder zwischendurch, finde ich noch ein cooler Hinweis, ihr könnt mit Grau arbeiten oder dann eben auch mit Elfenbeinweiß. Das habe ich leider nicht. Ich habe nur das Vollweiß. Das heißt weiß, ja, einfach weiß. Aber Elfenbeinweiß wäre wahrscheinlich das Richtige, weil es ein bisschen gebrochen. Oder ich arbeite manchmal auch dann eben mit dem kalten Grau, zum Beispiel in Kalttönen. Dann geht ihr darüber und das ist das Spannende, dass man dann die Farben so wie ein bisschen durchmischt. Weil ich nicht wirklich mit Farbe arbeite jetzt, oder, sondern mit diesem hellen, hellen Grau oder mit dem Weiß, einfach nur Weiß. Und da müsst ihr wirklich mal schauen, es geht nicht darum, dass ich jetzt die Stellen aufhelle, da kann ich nicht allzu viel aufhellen, aber es geht darum, dass sich die Farben besser mischen lässt dann. Also es gibt so eine schöne Verbindung dann von den, auch von den Strichen, es wird dann so alles ein bisschen schwammiger. Und ganz zum Schluss, wenn man jetzt tatsächlich eben so groß arbeitet, dann kann man auch mit etwas Dunklerem oder so, könnte man jetzt auch so die Poren hervorholen oder dann eben irgendwelche Faltenwürfe zum Beispiel und so. Da kann man nachher am Schluss eigentlich so ziemlich schön noch investieren. Und kann ich aber auch dann das Hell-Dunkel zum Beispiel mit Schatten arbeiten und dann wieder auslaufen lassen, indem ich dann eben auch wieder das Weiß hervornehme und nicht ganz bis in die Stellen gehe, wo ich dann haben will, sondern eher so für die Verläufe nehme ich dann wieder das Weiß hervor. Und ganz zum Ende kann ich dann eben auch doch mit dem Schwarz noch ein bisschen ein paar Akzente mit reingeben, aber das auch nicht mit vollem Druck, sondern wirklich sehr, sehr fein gearbeitet. Und ja, so macht es sicher Sinn. Ihr habt verschiedene Stiften, das wäre jetzt auch ein Warmgrau zum Beispiel, verschiedene Stiften, die ihr ausprobieren könnt, die ihr übereinander legen könnt. Und ich glaube, da spielt es gar nicht so eine große Rolle, sondern da greift man zurück auf die Farbenlehre und mit dem ein bisschen arbeitet, dann kommt man ziemlich weit. Und
Ja, je weniger Farbe man selber hat zur Verfügung, von den Stiften her, desto mehr ist man eingeschränkt, aber desto mehr kann man vielleicht auch einfach sagen, ich interpretiere halt, oder es ist dann vielleicht nicht fotorealistisch oder so, aber ich kann so auch sehr gut interpretieren. Und ich könnte jetzt da schon alleine nur für diese Falte extrem viel Zeit investieren, damit ich diese Falte so bekomme, wie ich sie haben will. Und kann nur sagen, also eben, ihr braucht ziemlich viel Geduld, um mit den Farbstiften in Anführungszeichen realistisch zu zeichnen. Das ist mein Fazit aus meinen Übungen, diesen drei Augen, die ich bis jetzt gemacht habe. Und muss sagen, ich habe nicht wirklich so die Geduld dafür und weiß nicht, ob ich das weiterführe für mich selbst. Ja, weil klar, es macht Eindruck für die Leute, die nicht zeichnen können, aber es ist selbst für mich irgendwie so, ich interpretiere lieber. Mit dem Knetgummi da wieder irgendetwas rauszuholen, das ist auch möglich, aber auch da, es braucht unglaublich viel Zeit, bis dann überhaupt eine gewisse Wirkung sichtbar wird. Und darum ist es nicht mit dem Ziel, zeichnet nicht mit dem Ziel, nachher mit dem Gummi arbeiten zu wollen, sondern eigentlich Schichten um Schichten und viel Geduld. Und wenn etwas schief geht, dann nehmt ihr wieder Weiß und dann versucht ihr das Ganze wieder etwas zu verschmieren und Verläufe zu kreieren. Und dann könnt ihr wieder etwas mehr arbeiten. Also am Schluss ist wirklich so viel Material auf dem Papier tatsächlich und das Papier ist ziemlich bearbeitet. Ja, das sind meine Erfahrungen und jetzt will ich das versuchen im Schnellmodus mal da zu zeichnen. Dafür nehme ich auch tatsächlich mein Handy mit einem Beispiel von mir. Ich habe einfach mein Auge fotografiert und da versuche ich jetzt das mal ja, abzuzeichnen.